Mit der dänischen Schlüssel müssen wir auch nochmal gucken, dass wir da noch den Rest finden. Den wir die Haustür öffnen können. Das wäre schon ein Ding, was eigentlich vor der Absturzfeier noch ein Achievement wäre. Ja, wir kommen nach Hogwarts rein, jetzt geht's wieder wirklich. Jetzt geht's wieder richtig los. So. Astronomieflügel, wo befindet der sich denn? Zurückkommst du, Künstler? Reisen will ich da nicht hin. Aber wissen, wo es ist. Da würde ich erstmal hin. Da kam ich gerade her. Geht's. Ach, gehaft. Jetzt mal ganz sachte durch diesen durch diese Tür sind wir schon mal gefallen. Oder war das eine andere? Wir haben das Spiel durchgespielt, bevor der erste richtige Patch rauskommt. Ich meine, was haben Sie jetzt noch vor? Die Eier rein. So. Geht's denn hier lang? Nehmen wir die Treppe runter. Peeves treibt sie gerne rum. Haben wir hier schon öfters gesehen. Sie hat ein neues Spiel. Nicht teuer. Nur Vorsicht vor dem offenen Feuer. Revelio. Tag auch, Peeves. Versteinert.
Jo. Ah, hier mal noch ein Schloss. Hallo, Stufe Homura. 2. Dann rein du gehörst da. mir, Demigeist. Ach, das ist doch herrlich. Erkennt er diesen Raum? Falls nicht, sage ich euch, das ist der Raum von Professor Snape aus den Filmen, wo man, ich glaube, in Teil 6 sieht man es mal, wo Snape da drin steht und die Sachen sortiert und diese Zaubertränke-Zutaten sortiert und Harry Potter hier vorsteht vor der Tür und irgendwie unterhält sich mit einem anderen Lehrer und wo dann sagt, irgendwie mischen sie nicht schon wieder nicht schon wieder viel Saft getrunken. In Teil 4 war es, da musste Teil 4, weil es war mit hier Moody, der sich, der dann sich in Moody war und wo er dann davor steht und dann sagt, diese Zutat und diese Zutat, das sind zufälligerweise genau, das fehlt bei mir, das sind die Zutaten für den Vielsafttrank. Mischen Sie schon wieder Vielsafttrank. Okay, da haben wir einen Demigeist im Mund. Wie viele haben wir denn jetzt? Aktueller Stand 5. Wir haben schon 5 gesammelt. Ist ja interessant. Aufträge. Okay, dann haben wir 6. 3 müssen wir noch irgendwie finden. Okay, vielleicht finden wir die in Hogwarts. Haus 11. Das nächste Mal schreibe ich meine Zaubertrankideen lieber direkt. Müssen wir auf die Map gucken, wo das ist. Kein Hinweis. Lass mir natürlich ordentlich dabei helfen. Sonst finden wir die nie. Falls wir da noch nicht fahren, ist es auch mal spannend zu entdecken. Okay, das ist doch laut Beschreibung bei der Kartenkammer. Dann folgen wir mal der Questmarkierung. Ach ja, ab hier weiß ich's. Kann ruhig ein bisschen langsamer. Das Spiel schafft das sonst nicht. Traurig, das eigentlich sagen zu müssen.
Da ist die große Drachenstatue. Hier machen wir schon. Revelio. Da haben wir wahrscheinlich auch die Figuren gesammelt. Das ist übrigens der, so steht es in der Komplettlösung, das ist der Unterrichtsraum für Muggelkunde. Das ist auch interessant. Kein interessanter Fakt. Das ist Alchemie. Dann waren wir da wahrscheinlich schon. So, wir haben hier noch irgendwo einen Raum. Zu Karten kümmern müssen wir jetzt eigentlich nicht. Warum dem nicht einen Besuch abstatten? Mal den Wächtern mal guten Tag sagen. Na, komm spielen. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. Hier waren wir ja öfters unten. Ach, die Gemälde sind leer. Das ist sehr merkwürdig. Hier ist auch wieder zu. Weg zum Finale versperrt. Okay. Machen wir mal eine Schnellreise zur Bibliothek. Um das mal von der To-Do-Liste zu streichen. Sofern da nicht gleich die nächste Quest kommt, sofern da nicht das nächste erwartet. Weil bisher haben wir eben. Ich weiß, dass es. Ich glaube, 33 die Miguel-Figuren gibt. Wir haben ihm dann erst. Ach, das ist hier der Prinz im. Aus dem Drachen. Aus dem Eberkopf. Lesen kann so magisch sein wie zaubern. Warum begreifen wir. Oh, ein Schlüssel. Wo geht's hin? Schlüssel. Aha. Na komm. Ja. Wie viel brauchten wir da noch für die Quest? Das könnten sie schon gewesen sein. Können wir gleich das mal auflösen? Ja, das sind sie schon. Können wir gleich die Truhe öffnen? Da können wir zwei Sachen schaffen in diesem Stream. Okay, hier haben wir verbotene Abteilung. Ich weiß nicht, ob wir das uns schon genommen haben. Revelio! Den Team Gas hier.
gibt's was. Da gibt's ein Schloss. Hallo, Homura. Da ist allerdings wahrscheinlich kein Dinigasmog drin. Das würde mich sehr wundern. Aha. Revelio. Aha. Verzauberte Bücher. Am besten meidet man diese Bücher, sofern dies möglich ist. Nicht so sehr wegen ihrer Tendenz, aus den Händen ihrer Leser zu fliegen, sondern weil der Inhalt fantastisches Geschwafel ohne jeglichen pädagogischen Wert ist. Oh, Level 33. Juhu. Revelio. Das ist ein Tor. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Was wo? Ach hier. Fantastisch. Müssen wir uns mal Tage Nacht werden lassen. Wenn wir die mitnehmen können. Du gehörst mir, Demigeist. Dann waren es nur noch zwei, wenn ich richtig gezählt habe. Um erstmal die neuen hier zu sammeln, um dann Stufe 3 zu lernen, was schon sehr hilfreich sein kann. Dann können wir auch noch mal ins Büro des Schulleiters und da mal aufs Dach steigen. Mhm. 1 von 9 hatten wir ursprünglich. Das eine haben wir auch noch im Inventar. Müssen wir auch mal einen Raum der Wünsche das abgeben. So, 6, 7, 7 haben wir schon abgegeben. Wenn wir die jetzt abgeben. 2 noch. Kommen wir dem näher. Okay, wo geht's jetzt hin? Bibliothek sind, ja. Hier wollen wir hin. So, Verwendungshof. Hey Adelaide. So, hier soll es was geben. Also vielleicht. Okay, das ist so eine Statue. Ist auch mal gut. Eine weitere Karte. Eine Buchseite. Okay, hier gibt's nichts.
Hallo, wie schön Sie zu sehen. Das war durch der Beastie das Norm, oder? Nein, da wollen wir nicht hin. Zwischen zwei sprechenden Wasserspeiern. So wird das vielleicht sein. Revelio. Dann haben wir die schon gesammelt. Hier waren wir schon mal. Da erinnere ich mich auch, eine gefunden zu haben. Okay, das ist keine solche Seite. Hallo, Natur, Stufe 2. Und dann Schlüssel geknackt. Aha. Achtundvierzig, das ist ja sehr gut. Und ein paar Erfahrungspunkte gibt es dann auch noch dafür. Ich wette, wir haben die schon gesammelt, aber können wir trotzdem mal hinfliegen. Muss doch hier gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann auch zu Fuß hin. Markieren. Hier Tierwesen. Da können wir zu Fuß hinlaufen. Hallo Professor Binz. Das würde ich sagen, mir ist gerade der Name nicht eingefallen. Ah, der fette Mönch. Huffpuff, Gemeinschaftsraumgeist. Großgeist. Hier noch jemand interessant am AQ-Duell? Ja, dann machen wir das mal. Es wäre zwar geeignet gewesen, da nachts hinzugehen, wenn dann die Migas-Mond ist. Und auch Erfahrungspunkte noch kriegen. Na? Hallo, bist du fürs Akio-Duell hier? Ja. Erwarte hier nicht so viel Glück wie in den gekreuzten Stäben. Apropos, willst du eine Runde verlieren? Spielen? Auf geht's. Charlotte. Möge der beste Beschwörer gewinnen. Jedes Aktorspiel. Schade. Ich bin gespannt. Gar nicht schlecht. Genau wie geplant. Naja, 30. So. Okay, das war anders geplant. Eleganz. Raffiniert.
Akio! Komm runter mit dem. Verdammt. Genau wie geplant. Wir verkacken das. Bleib, 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 bleib. Verdammt, Mann. Welch Eleganz. Hätten fast 50 Punkte gekriegt. So eine Schande. Zumindest gewinnt Hufflepuff. Genau wie geplant. Wir können auch einfach aufgeben. Das holen wir eh nicht mehr ein. Den Ball ging man nicht mal runter. Er soll mich doch ein Billywig stechen. Sowas schaffe ich nie. Hab ich nicht gesagt, ich liebe Konkurrenz? Ja, hast du wohl gewonnen. Versuchen wir es nochmal. Ja. Das war Pech. Lust auf noch eine Runde? Natürlich. Sicher. Ich gebe noch nicht auf. Das höre ich gern. Erstes Mal zum Ausprobieren. Zweites Mal. Ist wirklich. Genau wie geplant. Einmal ist kein Mal. Bleib, 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 bleib. Ach komm! Technik. Was soll denn der Mist? Genau wie geplant. So wird das doch nix. Nein, das war zu weit. Ach komm. Welch Eleganz. Nee. Raffiniert. Akio. Die ist jetzt schon extra schlechter. Genau wie geplant. Und dann krieg ich, soll ich das denn jetzt mit, ja, das soll dann mit einer Kugel. Ich kann sie jetzt nur noch weiter reinschubsen. Akio. Oder mich raus. Es ist doch großartig. Null Punkte. Raffiniert. Ist doch peinlich. Das war Pech. Lust auf noch eine Runde? Na komm, eine gute Runde sind drei. Das höre ich gern. Danach kommen wir auf. Und gehen wir der eigentlichen Mission weiter nach. Akio! Heute ist mal Zeit für sowas. Genau wie geplant. Ach nö, was ist denn hier? Welch Eleganz. Ich kann das. Raffiniert. Ich kann das spielen von mir. Akio. Als ob. Von ihr fällt kennt natürlich kein Ball. Genau wie geplant. Das ist doch nicht zu fassen. Welch Eleganz. Doch nicht wahr. Raffiniert. Hm. Akio. Richtig auch. Ich war doch schon so gut in diesem Spiel. Genau wie geplant. Akio. Deprimierend. Welch Eleganz. Raffiniert. Verdammte 10.
Bombarda! So, was ist nun? Wir wollen uns verabschieden. Das war Pech. Lust auf noch eine Runde? Auf gar keinen Fall. Vielleicht ein andermal. Dann ein andermal. Oder auch gar nicht. Jetzt ob er da nicht rüber kann. So wie sich das Spiel jetzt alle zwei Schritte aufhängt. Na? Hier mein Schloss. Hallo, Homura. Nein, der Warnwort hat sich noch nicht. Oha, sehr geehrter Professor Hohen, ich wäre überaus glücklich, Ihnen jegliches übrig gebliebene Knuddelmuff-Haar abzunehmen. Ich könnte es mitnehmen, wenn ich das nächste Mal eine Lieferung an das Schloss habe. Es hört sich an, als hätten sich Sie mehr als genug davon im Unterricht. Vielleicht hätten Sie ja sogar Zeit für eine Tasse Tee. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass sie einst einem Okami begegnet sind. Ich hätte nichts dagegen, diese Geschichte zu hören. Ist mal ein junger walischer Grün begegnet, als ich im Westen Krötenhaut gesammelt habe. Natürlich hätte es auch ein frisch geschlüpfter Wyvern sein können. Es ist schwierig, das Alter einzuschätzen. Wie auch immer, das Leben mit magischen Tierwesen ist nichts für schwache Nerven, nicht wahr? Ich warte gespannt auf Ihre Antwort, Ellie Peck. Aha, ein Hut. Waldhexerhut. Oh, ein Demigeist. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist? Für alle Leute, die keine Augen im Kopf haben. Hier ist ein Demigeist. Du gehörst mir, Demigeist. Ach, haben wir jetzt damit eine neue Quest gestartet oder was? Das war hier. Natürlich. Sieben Stück. Acht brauchen wir. Okay, einen noch. Das kriegen wir doch noch hin. Okay, schauen wir mal nach. Südflügel. Komplettlösung ist da relativ ungenau.